Die Kraken NZXT gehört so ziemlich zu den beliebtesten Kompaktwasserkühlungen überhaupt. Sie weiß mit ihren schicken Designs überzeugen. Doch wie sieht es mit der Kühlleistung aus? Wird sie den Hype gerecht? Dies und vieles mehr erfährst du nach dem Intro. Es gibt die NZXT Kraken in den verschiedensten Varianten. Beginnend mit dem Einsteigermodell der M22, welche mit einem 120mm Lüfter einherkommt, gefolgt von der X42, X52, X62 und zu guter Letzt den aktuellen Flaggschiff der Serie, die X72. Und genau auf das letztere Modell werden wir auch heute etwas genauer eingehen. Mittlerweile gibt es übrigens auch noch eine neue Serie der NZXT Kraken Modelle, welche man an den Kürzel Z im Namen erkennen kann. Diese unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass sie ein vollständiges und anpassbares Display haben. Natürlich steigt damit auch der Preis der jeweiligen Modelle, aber dazu später mehr. Als ich zum ersten Mal die Kompaktwasserkühlungen von NZXT gesehen habe, habe ich direkt Gefallen an dem Design der Kühlung gefunden. Vor allem die Oberseite des Kühlblocks ist in jedem PC ein Hingucker. Mit der schicken RGB-Beleuchtung, den Effekten und dem gespiegelten Display. Die Pumpe wird über einen 3-Pin-Lüfteranschluss mit dem Mainboard verbunden. Die Lüfter hingegen mit einem 4-Pin-PWN-Anschluss. Ein USB 2.0-Kabel ist für die Steuerung der Beleuchtung zuständig. Die Pumpe ist selbst bei hoher Auslastung sehr leise. Auch die Verarbeitung im Allgemeinen ist ziemlich hochwertig und mit den schwarzen gesleeften Schläuchen sieht sie auch noch richtig gut aus. Im Lieferumfang ist natürlich das Montagematerial für quasi alle Intel- und AMD-Sockel enthalten und natürlich der zugehörige Kabelsatz. Außerdem sind bei der X73 drei RP-120mm Lüfter dabei, welche für den Betrieb an den Radiatoren optimiert wurden, sodass die Lüfter einen angemessenen statischen Druck erzeugen können, was der Kühlung der CPU zugutekommt. Dieselben Lüfter liegen übrigens bei allen anderen Kraken-Modellen ebenfalls dabei. Die Drehzahl kann dabei ca. zwischen 500 und 2000 RPM angepasst werden. Die Lüfter im Allgemeinen sind übrigens für mitgelieferte Lüfter auch durchaus in Ordnung. Mit den richtigen Einstellungen hört man von der Kühlung quasi gar nichts. Da wir mit der Kraken X73 das Spitzenmodell der X-Serie haben, kommt diese natürlich auch mit sämtlichen Features einher. Sie besitzt einen Wassertemperatursensor, eine vollständige Steuerung per Software inklusive verschiedener vorkonfigurierter Profile. Durch den großen Radiator, welcher drei der 120mm Lüfter aufnimmt, steht natürlich auch mehr Kühlfläche gegenüber den kleineren Modellen zur Verfügung. Allerdings sollte man auch im Hinterkopf behalten, dass die Differenz zwischen 280 und 360mm relativ gering ist. Ein kleiner Unterschied ist noch, dass die X62 über 4 Lüfteranschlüsse verfügt und so auch für eine Push-Pull-Konfiguration gerüstet ist, während hingegen die X73 nur über 3 Lüfteranschlüsse verfügt. Ein kleiner Kritikpunkt ist das Kabelmanagement der Pumpe, denn die Kabel sind weder schick, noch lassen sie sich besonders gut verstecken. Während die Kabel hingegen gesleeved, würden sie auch bestimmt weniger auffallen und hochwertiger aussehen. Doch dies ist leider nicht der Fall. In der Software könnt ihr die X73 sowohl optisch als auch von der Leistung frei an euer persönliches Nutzerverhalten anpassen. Jetzt kommen wir mal zur Leistung der Kraken X73. Das genaue System für den Test habe ich auch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Als CPU verwende ich einen Ryzen 3900X, welcher übrigens für den Test auf den Standardeinstellungen läuft. Demnach hat sie einen Basistakt von 3,8 GHz und einen Boosttakt von bis zu 4,6 GHz. Hardware-Enthusiasten wissen allerdings, dass die Ryzen 3000er CPUs eher selten bis gar nicht den angegebenen Boosttakt ab Werk erreichen, daher rechne ich hier im Boosttakt einfach mal mit 4,4 GHz. Die Temperaturen testen wir einmal im Idle-Modus, also unter normalen Voraussetzungen unter Windows zum Beispiel. Weiterhin habe ich die Kühlung aber auch mal auf 100% laufen lassen, um die volle Leistung herauszufinden. Die Temperaturen habe ich hierfür nach einem 15-minütigen Stresstest mit dem Prime 95 Benchmark entnommen. Im Idle-Modus, wenn ich die Lüfter auf leise stelle, komme ich auf 40 Grad und bei 100% Auslastung nach einem 15-minütigen Stresstest bei Prime 95 liegt er rund bei 60 Grad. In der Spitze stieg auch mal die Temperatur kurzzeitig auf 79 Grad an, dies ist allerdings für einen Stresstest ein völlig unproblematischer Wert. Wenn euch bei 100% Auslastung das Lüftergeräusch nichts ausmacht, kommt ihr also so nochmal ein paar Grad niedriger raus. Kommen wir nun zu den Preisen der Kraken-Modelle. Das Einsteigermodell, die M22, ist bereits für 70 bis 80 Euro erhältlich und liegt damit im oberen Mittelfeld der 120mm AIOs. Die X73 ist natürlich deutlich teurer und kommt mit einem stolzen Preis von 170 bis 180 Euro einher. Das absolute Flaggschiff der Kraken-Reihe ist allerdings die Z73, welche preislich sogar bei 270 bis 280 Euro liegt. Da sie sich bis auf wenige Zusatzoptionen nur im Display zur X73 unterscheidet, ist die X73 auch preis-leistungstechnisch die bessere Wahl.
Ich habe euch auch mal zur Übersicht alle Modelle mit den jeweiligen Preisen in der Videobeschreibung verlinkt. Abgesehen von der teils sehr hohen Preisgestaltung gibt es bei den Kraken AIOs echt wenig zu kritisieren. Design top, Verarbeitung absolut in Ordnung, auch die Leistung ist gut und soundtechnisch ist sie unter den richtigen Voraussetzungen quasi unhörbar. Sie bietet also alles im Allen ein sehr solides Gesamtpaket. Abschließend interessiert mich natürlich noch eure Meinung zu den Kraken-Produkten. Was haltet ihr von der X73? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin raus. Ciao.